Als Konsequenz auf die PCB-Belastung im Schulzentrum Hermskeil lässt der Kreis Trier-Saarburg alle seine Gebäude auf Schadstoffe überprüfen. Durchgeführt werden die Untersuchungen auch von Egbert Adam. Heute nimmt der Geologe und beratende Ingenieur die Levaner Schule in Schwaich unter die Lupe. Im Gespräch mit Schulleiter Hans-Josef Plein und Hausmeister Norbert Langhanki werden erste Fragen beantwortet. Gab es Beschwerden von Mitarbeitern? Sind Kopfschmerzen oder Atembeschwerden aufgetreten? Und wann wird gelüftet? Ganz wichtig, welche Materialien wurden verbaut? Wir freuen uns, dass die Kreisverwaltung die Initiative ergreift und unser Gebäude auf mögliche Schadstoffe untersucht. Somit können meiner Meinung nach mögliche potenzielle Gesundheitsgefährdungen für die hier arbeitenden Menschen und für die Schüler ausgeschlossen werden. Zwei Befunde sind es schließlich, die Egbert Adam dazu bewegen, Raumluftmessungen durchzuführen. Pressspanplatten könnten Gift freigesetzt haben und auch der Dämmstoff kommt unter die Lupe. Dafür nimmt er Proben von Fugen und beschriftet sie. Ein Labor prüft nun die Proben. Ergebnisse werden Ende nächster Woche erwartet.